Ebner ist Fußballer des Jahres. Der andere Rummenigge, der erfolgreichste Torschütze. Man müsste einmal zusammenzählen und man käme sicherlich auf eine erstaunliche Zahl, wie oft die Bayern hier gefeiert wurden. Früher mit Beckenbauer, heute mit Breitner. Dass die Bundesliga-Saison in München ob dieses Vorspiels einige Sekunden später begann als anderswo, wen dritte des Kapitäns. Offensiven Fußball und viele Tore im Olympiastadion hatte er versprochen. Breitner, der gegen Hermann fast alle Duelle gewann, machte sein erstes Tor so. Rummenigge, ausnahmsweise einmal gescheitert, hier und Breitner hält drauf. 36. Spielminute. Die Szene noch einmal, eine gute halbe Stunde gespielt, Volksfeststimmung unter den 26.000. Leverkusen war längst am Ende, erdrückt vom Tempo des Titelverteidigers, der ehrgeizig und frisch wirkte, wie lange nicht zu Saisonbeginn. Das 5:0. Sie sehen, er stolpert, kommt aus dem Rhythmus, Greiner klebt auf der Linie, hat dann keine Chance. Die Gäste mit